Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Horror-Einteiler. Lustigerweise, vor nicht allzu langer Zeit haben wir die Demo von The Shore gespielt und wir fanden die teilweise extrem geil, atmosphärisch und voice-acting-mäßig und generell die Stimmung dieses Cthulhu-Mythos wurde so gut rübergebracht und dann gab's ein recht billiges Action-Ende. Aber das war die Demo und jetzt, vor einer Woche, ist die Vollversion rausgekommen, die, jetzt kommt's, 51% positiv auf Steam hat, aber was vor allem anscheinend den Grund hat, dass es brutal überteuert ist. Es dauert 1,5 Stunden, kostet, ich glaube, 21 Euro aktuell. Ist ein bisschen hart, aber wir bewerten die Games ja immer losgelöst von dem Preis, einfach als Kunst gesehen und nicht als Produkt halt. Aber man kann wahrscheinlich schon sagen, aktuell ist es wahrscheinlich nicht wert, das zu kaufen, allein für den Preis halt. Aber wir gucken einfach, ob das Game losgelöst vom Preis interessant ist und gut ist. Ich meine, 1,5 Stunden ist jetzt relativ kurz für eine Vollversion von einem Game, wo die Demo schon, ich glaube, 40 Minuten ging oder sowas. Aber mal sehen. Mal sehen, was alles dazukommt. Mal sehen, was sie alles neu machen. Für die, die nicht wissen, was es ist, das ist ein Horror-Game, was halt ein bisschen Lovecraftian inspiriert ist. Das heißt, ganz viele böse Wassermenschen, ganz viel Horror der Größe. Es ist alles, was Menschen verstehen können. Bla, bla, bla. Let's go. Ich habe keinen alten Speicherstand, aber ja, let's go. Okay. Hey, what the fuck? Why is my... Hallo, 3, 2, 1, bitte starten Sie die Aufnahme wieder. What the fuck happened? Okay. Yes. Hieran kann ich mich noch erinnern. Okay, das ist da, wo wir letztes Mal... Ich muss das checken, irgendwie traue ich dem Spiel nicht. Weil ich meine, es war bei der Demo schon so, dass das irgendwie die Aufnahmen die ganze Zeit selbst abgebrochen hat. Das war sehr seltsam. Aber ja. Das haben wir schon gesehen. Wir sind ein alter Fischer. Auf der Suche nach unserer... Ich meine Tochter, ne? Und laufen jetzt erstmal diesen schönen Strand entlang. A shred of hope. All what a man needs to keep moving before he loses his sanity and his will. Walking along the shore reminded me of the walks I used to have with my wife. I took my wife. Okay. Haben wir unser Inventar wieder? Nein? Wait, what the fuck is... What? No! Warum... What the fuck? What just happened? Warum war ein Menü auf einmal... Hä? Spiel? Okay, ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Wenn ich Tab drücke, wähle ich das Spiel aus, ob ich es kopieren wollen würde. Seht ihr das? What is going on? Okay, ich meine, ja, normalerweise kann man Tab halt durch die Menüs durchswitchen, aber ich glaube, das sollte nicht in dem Spiel funktionieren. Okay, ignorieren wir das. This didn't happen. Okay. Aber ich meine, ich hatte doch irgendwie... Genau, okay, hier war das. Ja. Meine Ehefrau hat mir dieses Schmuckstück gegeben, bevor... Er hat dieses Schmuckstück Ellie gegeben, bevor sie uns verlassen hat. Halt bevor unsere Frau gestorben ist. Schön, dass ich es gefunden habe. Es ist sehr wichtig für sie. Ich will auf keinen Fall akzeptieren, dass meine Tochter von der bösen See verschluckt wurde. Ich bin mir sicher, sie wurde einfach irgendwo angespült. Und ich werde sie finden und ihr es zurückgeben. Okay. Ich meine, die hat mir halt schon eine Demo gelesen, aber wir überfliegen die trotzdem nochmal. Um die grobe Story halt nochmal... Plus der Atmosphäre aufzusaugen. Aber jetzt. Hatte ich das letztes Mal? Kann ich das rausholen? Hallo? Ah, okay. Wir armten uns und walked along the shore. To our surprise, we came across other ships that had wrecked without any trace of survivors. It was like a graveyard for ships. Our compass goes mad any time we try to set a course off the island. Our captain says it's because of the volcanic dust. We think he's gone mad. Okay. Sounds like the captain was right. Also Schiffe, die versucht haben, von hier wieder abzuhauen, können es nicht, weil sobald sie weg von der Insel sind, dreht der Kompass anscheinend durch. Und einer der... Kann ich es nicht mitnehmen oder so? Ah, ich habe die Notiz mitgenommen, okay. Einer der Captains hier meinte, das liegt an dem vulkanischen Staub, der hier überall rumfliegt. Probably not. Wahrscheinlich liegt sie an anderen Sachen, aber hey. Ist das hier? So sagst du nichts. Okay, das haben wir gemacht. So sagst du nichts mehr, alles klar. Weiter geht's. They speak of a fisherman who was lost in a stranded sea. He never came back. Now I know where he lies. Ich meine, dafür muss man da rausgehen, dass das der gleiche ist, ne? Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so super hoch. Gibt es nur einen einzigen Fischer in diesem kompletten Teil der Erde?
Ich bezweifle es. Aber gut, anscheinend kannte er den oder zumindest geht er davon aus, dass er den kannte. Und weiß jetzt zumindest, wo der hier geendet ist, weil er eine Zeit lang einfach vermisst wurde. Der schöne Arm. I have offered my right arm and spoke the correct words in his absence. Only pain accompanies me towards my demise. I was forced to leave the lighthouse. There's something wrong in all of us. Only the slumbering god can save us now. Warum das geschrieben hat, hat seinen rechten Arm geopfert. Irgendwem. Wir wissen natürlich wem, oder können zumindest denken. Aber die Person war anscheinend in dem Leuchtturm da hinten stationiert oder hat er gearbeitet. Und ist irgendwann abgehauen, um seinen rechten Arm zu opfern, um damit die Götter irgendwie zu besänftigen. That probably didn't work. Okay, es scheint aber wirklich genau der gleiche Anfang wie in der Demo zu sein. Das ist natürlich ein bisschen, hä? Das neu? Kann ich mitnehmen? Alright. Kann ich das auch angucken? Kann ich hier drüber? Nö. Doch, ne? So halb? Okay, dazu sagst du aber nichts. Okay, ich meine, wir wissen ja noch etwas, was wir machen müssen. Das heißt, wir gehen einfach mal direkt zum Leuchtturm. In the sand the last time. She asked me to tell her one of my stories. About the wild sea. I could hear each of her breaths being shorter and shorter. And by the time I finished my story, pneumonia took her life. Das Voice Acting ist so gut. Das fand ich schon in der Demo. Mit das Beste im Spiel. Zusammen mit dieser Musik, das ist so atmosphärisch. Na ja. Okay, also wir haben unserer Frau Geschichten aus der Gruft erzählt, während sie gestorben ist. Du sagst in deinem wenigstens, ne? Findest du nicht komisch oder was? Nein? Alles in Ordnung? Oh, lecker. Das sieht überraschend gut noch aus. Dafür, dass es wahrscheinlich seit Wochen da rumliegt. Probier's, ne? Oh, hallo. Warum? Wieso sollte das Bild hier rumliegen? Das ist seltsam. Das ist sehr seltsam. Oh. Okay. Von einem Hai. That's a big Hai. Oh. Okay. Eine Münze, wo ein gruseliger Satz an die Seite rein. Aber da ist nix. Sieht auch nix. An ominous phrase carved on one of his sides. But no. Ach, meinst du auf die Rückseite? Ah, so meinst du das. Okay, kann ich es lesen? Hallo? Hallo? Kannst du es richtig drehen? Wie geht das? Hä? Ich verstehe nicht, wie ich meine Maus bewegen muss dafür. Okay. In dem Kosmos gibt es Dinge, die wir kennen und Dinge. Okay, und Dinge, die wir nicht kennen und dazwischen sind Fenster. Gut zu wissen. Was sind wohl die Dinge, die wir nicht kennen? It's a Mysterium. Okay. Was oben? Irgendwas gehört. Okay. Die Atmosphäre ist echt immer noch stark. Was ist das hier? Diese Form dieser Skulptur ist unbekannt. Also ich weiß nicht, was das sein soll. Was bist du? Noch eine Münze. Ich habe schon mal so eine Münze gesehen. Mein Onkel hat sie unter seinem Bett behalten. Okay. Ich habe sie aber schon mal gesehen. No. Da. Okay. Stimmt, das haben wir schon mal gelesen, aber wir lesen es nochmal ganz grob durch, um zusammenzufassen, worum es ging. Die haben Artefakt gefunden. Diese Statue sieht uralt aus. Ja. Okay, die Leute, die gewohnt haben, haben ein altes Artefakt gefunden. Und einer der Leute, der dabei war, meinte, sie müssen uns auf jeden Fall wegwerfen, zurück in die See bringen, weil das Ding die nun langsam verrückt werden lassen würde. Okay. Ja, okay. Und einer von denen ist die obere Ebene vom Leuchtturm gezogen, um da
mit den verschiedenen Sachen herum zu experimentieren, die sie gefunden haben. Wie unter anderem diesen seltsamen Wesen hier. Dann kann ich das irgendwie mir vorlesen lassen oder so, geht das? Nee, aber okay, ja. Diese Seite ist gefüllt mit Informationen und Zeichnungen von bizarr aussehenden Humanoiden. Sie sind sehr detailliert und der Schreiber erklärt die Features mit solchem Enthusiasmus, dass du denken würdest, er hätte dieses Wesen von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber so oder so ist das Monster, was hier aufgezeichnet ist, nichts außer eine absurde Karikatur. So etwas wie das hier kann in unserer Welt nicht existieren. Bin ich mir nicht so sicher, Kollege. Ah, das haben wir eben gefunden. Ja, okay. Was sagt ihr dazu? Diese blutige Seite war Teil eines Rituals von irgendeiner verrückt gewordenen Person, die das auf dieser Insel hier durchgeführt hat. Der Inhalt dieser Seite ist sehr, sehr unangenehm zu lesen, aber noch verstörender waren die anderen Komponenten, die wir beim Ritual gefunden haben. Ein Arm, der an einen Stein gebunden war, wahrscheinlich von dem Autor, Blutruhen überall mit Kerzen, die diese gottlose Szene beleuchtet haben. Ich habe viele Geschichten gehört von Leuten, die verrückt geworden sind, aber noch nichts ist dem hier nahe gekommen. Der Mann, der das hier durchgezogen hat, war auf jeden Fall komplett krank im Kopf. Es kann nicht mehr gewesen sein, bin ich mir nicht so sicher. Na gut, okay. Eine Notiz von einem gestrandeten Seemann. Er erzählt davon, wie seine Crew langsam verrückt geworden ist, nachdem sie ein angeblich verfluchtes Artefakt gefunden haben. Diese Statue gibt auf jeden Fall irgendeine negative Energie ab, aber könnte es wirklich der Grund sein, warum diese Seemänner solche Zeiten durchmachen mussten? Okay. Ich frage mich deswegen wirklich, ob es smart war, die Statue mit mir zu nehmen. Hast du überhaupt mitgenommen? No, you didn't. Ich habe den draußen vergessen, weil ich glaube, wir können draußen so eine kleine Statue mitnehmen. Oder wir machen das gleich. Hallo, Schlüssel. Okay, wir machen es wieder genau wie eben. So. Die Inhalte von dieser Seite sind auf jeden Fall beunruhigend. Er schreibt davon, dass er von einem Wesen verfolgt wurde, was so komplex ist, dass er es nicht mal wirklich beschreiben kann, ohne wie ein Verrückter zu klingen. Es ist auf jeden Fall klar, dass der Schreiber dieses Zettels in einer tiefen Psychose gelitten hat. Mhm. Nachdem man so eine lange Zeit gestrandet ist, kann der Stress, der vom Überleben alleine benötigt wird, jeden Mann zerbrechen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es hier rausgeschafft hat, aber wenn er es geschafft hat, ist er auf jeden Fall nicht mehr die gleiche Person. Okay, sehr motivierend, was ihr alles finden. Ist noch was zum Lesen? Ach, die Statue meinst du? Okay, die haben wir mitgenommen. Okay, ich habe mich nämlich in der Demo gefragt, ob das, ob der Text von dem einen Zettel sich ändert, ob wir die Statue mithaben oder nicht, aber nein. Er hat sogar erwähnt, dass er es nicht hätte mitnehmen sollen, bevor wir das Ding in der Hand hatten. Aber na gut. Können wir die überhaupt mitnehmen? Ne, können wir nicht. So, wir haben die Statue, wir haben viele Zettel, viele Informationen. Was ist hier oben? Strange, diese Münze ist warm. Das ist strange. Definitiv. Okay. Okay, was gut zu sein scheint, weil in Reviews meinten viele Leute, das spielt eine richtig schlechte Performance. Aber jetzt gerade ist die Performance großartig. Also richtig, richtig, richtig gut tatsächlich. Also anscheinend ist irgendwas gefixt. War gerade irgendwas im Hintergrund oder war es die Möwe, die sich bewegt hat, als ich gerade nicht drauf geschaut habe? Ich meine gerade aus dem Augenschein mitbekommen zu haben. Gucken wir nochmal nach. Dass sie gerade irgendwas hinterm Boot versteckt hat. Kann ich nochmal machen? Nein. Great. Na gut. What the fuck is this? Komische Egel. Okay. Dann gehen wir mal hoch. So. Fun Fact, als Singleplayer-Game, ich erwähne es ja immer wieder ganz gerne, ich spiele gerade Witcher 1, ich finde es vielleicht so 60 Stunden drin oder sowas, aber davon war wahrscheinlich 30 AFK rumstehen. Und Black Mirror 1, was ein Horror-Adventure ist, das ich in meiner Kindheit gespielt habe, und das ist tatsächlich sehr, sehr gut gealtert. Wenn ich durch bin, werde ich natürlich zu beiden mir Review schreiben, ihr könnt euch doch freuen. They won't let me write for them. They're all fishermen with dirty scuffed clothes and smell horrible. Beards reek of alcohol and spit comes out when they talk. I'd rather stay another 4 hours at this point and take care of the problematic mechanisms of this handcrafted construct. Do not regret this journey. It certainly made life more interesting since then. Not to mention the view from up here. All of the hatred, misery, and sadness of mankind fade away into the line when the sea and the sky collide.
not wrong there. It's a hell of a view. Mhm. Okay, wer auch immer mit denen hier war, hat sich nicht gut verstanden mit den Seemännern, weil die ein bisschen zu roh waren. Und sie nach... Okay. Das ist nicht fragwürdig. Und sie nach Alkohol gestunken haben, der hätte lieber hier oben einfach gearbeitet. Und recherchiert, was hier überhaupt abgeht. Scheint kein normaler Statue zu sein. Jeder Teil davon ist sehr detailliert. Okay. Ich würde denken, dass die Person, die das Bild gemalt hat, Angst vor dieser Statue hatte. Na gut. I swear I saw something towards the horizon. Behind the mist. It wasn't a whale. Or a great white shark. Its many legs stretched 100 feet. Submerging its body into the sea. Crawled as if it was infected by 1,000 parasites. Its tentacle mouth. It spit out black, disgusting and disfigured blob-like figures. The moment they fell into the sea, they swam away faster than a dolphin. As the mist kept rising, I could barely see the creature. That wasn't a good sign. I should start placing those talismans I found at the bottom of the lighthouse around the pathways we made. Mm-hmm. Wait, what? Oh! Okay, das ist neu. Das ist, was du gemalt hast, ne? Ja. Alright. Warum sagt unser Main-Charakter absolut gar nichts dazu? So, ja. This happens. Erfolg bekommen. Schön, okay. Das ist auf jeden Fall nicht Teil der Demo. Was ein ganz gutes Zeichen ist, dass sie nicht einfach nur kopieren, was sie in der Demo gemacht haben. Die Musik ist halt noch da. Kommt das Ding jetzt näher oder so? Ich hoffe nicht. What is this? Achso, ich habe das Ding angemacht. Oh. Okay. Sieht alt aus und erinnert mich an den Kult, von dem mein Vater Teil war. Ich habe vielleicht eine schlechte Nachricht für dich, Kollege. Okay, es kann ja sein, dass die komplette Familie und alle Leute, die er kannte, alle in der Nähe von hier gelebt haben. Wahrscheinlich sind alle ein bisschen Teil des Kultes gewesen, wenn man hier überleben will. Okay, gut, dann gehen wir mal Richtung Monolith da hinten, der sich bestimmt nicht bewegen wird. Da wird alles in Ordnung sein. Ich freue mich. Hast du noch ein Land gehabt? Ja. Hopp. Okay. So, wir haben einen Key. Wofür war denn der Key nochmal? Hierfür? Yep. Okay. How did they manage to let him die in here? What made them forsake their civil ways? Wait, what? Achso. Bist du mitgenommen? Interessant. Das liest du nicht vor? Okay, ich musste mich verstecken. Ich musste einfach. Ich bin gerannt. Ich bin die Steine hinaufgeklettert und hab versucht, mich zu verstecken. Okay, das war, als ich in ein großes Loch voller toter Körper gefallen bin. Ihr Fleisch sieht verrottet aus, aber sie sind erstarrt, als ob ihre Seele aus ihnen rausgesaugt werden würde. Okay. Der Horror in ihren Gesichtern hat die Leere meiner Seele berührt. Ausdrück, als ob irgendwas Schreckliches mit ihnen passiert wäre. Das war, als der Rest der Crew mich gefangen hat. Sie haben mich nackt ausgezogen und haben mich hier unten eingesperrt. Sie haben mir vorgeworfen, dass ich die Person bin, die ihnen dieses schreckliche Pech gebracht hat, als ich die Talismänner für sie auf den Wegen platziert habe. Aber alles, was ich machen wollte, war, sie sicher zu halten, obwohl sie sich so unzivilisiert verhalten haben. Okay, das ist wahrscheinlich der Typ von oben, ne? Der Einzige, der so ein bisschen studiert hat hier und denen ein bisschen helfen wollte. Aber die Seemänner fanden das nicht so gut. Könnte man sagen. Eher negativ. Was bist du? Okay. Wo ist die blaue Hand da? Die würde irgendwas bedeuten. I don't know. Hier ist noch eine blaue Hand. Na gut. Hat sie was zu tun? Mit den Runen? Willst du irgendwas dazu sagen? Willst du uns nochmal anschauen? No? Das hatten wir schon. Okay. Okay, es ging einfach um die Tür hier. Sehr seltsame Figur. Stimme ich dir zu. Okay,
Okay, das habe ich aus dem Griff einer Leiche unter dem Leuchtturm genommen. Der Kadaver war so schrecklich anzusehen, dass ich ihn nicht mehr aus meinem Kopf rausbekommen könnte. Er war komplett ausgetrocknet, sah aus wie eine Statue und hatte so einen schrecklichen Gesichtsausdruck, dass er mir Gänsehaut gegeben hat. In der Dunkelheit des Kellers musst du irgendwas gesehen haben, was so schrecklich ist, dass sein Herz einfach aufgegeben hat. Wer auch immer ihn hier unten eingesperrt hat, hat wirklich etwas Schreckliches getan. Ich finde die Beschreibung von dem, was er jetzt in Sachen sagt, sind fast stimmiger und atmosphärischer, als das, was man wirklich auf dem Bildschirm sieht. Aber das ist ja generell leider, wie soll man sagen, ein Kritikpunkt oder ein positiver Punkt, je nachdem, wie man es sieht, von so Lovecraftian Horror. Weil der funktioniert meistens eigentlich fast nur, wenn man ihn liest. Weil, ich meine, das ganze Konzept... Kann ich ihn wieder mitnehmen? Oder ist das jetzt drin? Okay, das ist drin. Nothing happened. Das ganze Konzept von dem Horror ist ja quasi, dass Sachen so schrecklich sind, dass sie unseren Verstand komplett sprengen und man, nachdem man die Sachen gesehen hat, absolut in keiner Form mehr möglich ist, normales Leben zu führen. Das ist ja quasi der Sinn des Horrors, dass es einfach Sachen gibt, die so schrecklich sind, dass ein menschlicher Verstand die einfach überhaupt nicht verarbeiten kann. Und wenn man die Sachen halt sieht, dann kann man sie in irgendeiner Form doch beschreiben und visuell darstellen. Und das ist halt recht schwierig, weil ein Tentakelmonster ist natürlich nicht so gruselig. Aber wenn du halt einen super langen Paragraph liest, wo jemand beschreibt, wie ein Monster aussieht und während er es beschreibt, immer wahnsinniger wird und ihm immer schwerer fällt, irgendwelche kohärenten Worte aufzuschreiben oder halt wirklich visuell darstellen zu können, wie das Ding aussieht, macht es natürlich wesentlich unheimlicher im eigenen Kopf, weil jeder stellt sich natürlich was Eigenes vor und denkt sich, oh Gott, das muss ja unfassbar schrecklich aussehen. Aber wenn es halt irgend so ein Tentakelmonster ist, denkt man halt, ja, okay, ich meine, ist jetzt nicht so spooky. Deswegen gibt es sehr, sehr wenig Horror-Games, die es gut schaffen, Lovecraft-Vibe gut rüberzubringen. Die meisten, hallo? Die meisten Horror-Games, die es gut machen, zeigen die Sachen einfach nicht. Zum Beispiel Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth ist ein großartiges erstes Drittel von dem Game und der Rest ist halt so ein bisschen Action, Aber das erste Drittel ist richtig, richtig, richtig gut. Weil man da halt noch nicht so viel sieht. Okay. Proceed into the pit. There's something I would like to show you. What is that voice? Get out of my head. Wie hier zum Beispiel wieder. Ein Loch mit Skeletten ist halt nicht so spooky. Aber einfach hier durch den Leuchtturm zu gehen, halt zu lesen, was andere Leute beschrieben haben von den Sachen, die sie sehen, ist schon ein bisschen unheimlicher. Ich denke, du willst, dass ich hier durchgehe? Ja, hier sind wir wieder. Hello. Bewegt sich nicht. Monolith is the key of the silent. Break it free. Hier sind wir wieder an dem Punkt, den ich meine. Ich habe es bei sehr wahrscheinlich im Short-Demo habe ich es erklärt und in wie hieß denn das Game? Twistyland von Vidas, wo ich mal wieder erwähnt habe. Ich bin sehr sehr leicht zu begeistern von Games, wenn mir die Games einfach irgendein großes Objekt oder einen großen Gegner dahinstellen. Ich glaube, das ist der leichteste Weg, um mich zu überzeugen von dem Spiel. Abgesehen von es gibt mehrere Sachen. Es gibt Regen in Spielen. Regen in Spielen. Große Sachen, sowas wie das hier, wirklich gigantische Sachen. Und so ein Silent Hill-Ästhetik, wo so lange Gegenstände zeigen, wo alles langsam abspielt und sowas. Das sind so die drei Dinge, die mich, glaube ich, in Horror-Games direkt einfach in den Bann ziehen. Und eigentlich fast bei allen Games. Ja, zumindest ist es dann ein bisschen leichter, mich zu begeistern, wenn es irgendwas davon hat. Alright. I'm interested. Also wegen Performance kann ich echt nicht meckern. Ich bin permanent auf 120. Ich meine, das Spiel ist jetzt nicht super, super schön, aber... läuft eigentlich great. So, dann schauen wir uns mal wieder dieses schöne Ding an. To see the world through the eyes of a god. Like a dream in a flash of light. Beware the existence of mine. A grasp of time in your conscious mind. Ist ja ein bisschen schade, dass die Demo gab, ne? Weil die hat natürlich so einen magischen Moment hier ein bisschen kaputt gemacht.
Das ist schon cool. Die Musik ist gut. Ich glaube, die Musik ist neu. Ich glaube, wir hatten letztes Mal die melancholische Musik. I like it. Okay, geht zurück. Wir haben offensichtlich irgendwas Schlimmes getan, aber wir hinterfragen es halt gar nicht. Whatever. Wait, kann ich da wieder raus, oder? Kann ich hier raus? Kann ich springen? Konnte ich nicht letztes Mal einfach hier rauslaufen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Soll ich warten? Okay. Ich glaube, ich muss einfach raus. Ich weiß nicht wie. Vielleicht kann ich aber doch da an der einen Seite hochklettern. Und ich stelle mich doof an. Kann ich einfach seitlich drüber? Nein. Doch. Nein. Ich bin nicht sicher, ob ich irgendwas richtig... Ja? Okay, ich glaube, ich soll da hoch können, aber... Hat nicht so funktioniert, wie sollte. Na gut. Kommen die Runen wieder? Die Jumpscare-Runen? Nein? Na gut. So. Ich meine, das Ding bewegt sich jetzt sogar die ganze Zeit, während ich hier weiterspiele. Was ganz cool ist. Kann ich was machen? Nein, kann ich nicht. So. Wo ging es nochmal weiter? Ich meine, irgendwo ging es runter. Hier? So. Boah, eine Sache, die mir wieder auffällt, die ich liebe, ich kann mich irgendwie so ins Spiel hinein vertiefen, dass wenn ich in der Umgebung, wie hier zum Beispiel, sehe, dass die Umgebung kalt und trist ist und sowas, dann friere ich in echt ein bisschen. Und mein Körper kriegt zumindest ein bisschen Gänsehaut. Das ist großartig, ich liebe das. So, das ist einfach mal drin. Nichts. Nimmst du wieder mit danach? Ja, okay, what? So. Vielleicht erstmal das Teil hier. Vielleicht kann ich hier den Weg hier aufmachen. As a young boy, I remember my father talking about this island. He described it in a way that would scare the listener. He spoke of black butterflies, corpse candles, and broken compasses. What? Gut, lesen wir. Kannst du? Wie drehe ich das denn richtig? Also, okay. There was a man aboard named Alan who went missing after we shipwrecked. One night, we found him walking alone across the beach. As we approached him, to our surprise, we saw that he had this fixed expression on his face, as if he had seen something horrifying. His hands and arms were paralyzed in a position like if he was protecting himself from something. We tried to ask him questions, but he didn't reply. Now he's sitting by the shore, singing songs to the rocks about reflections in the sea. I wonder what he saw. Tja, wahrscheinlich nichts Gutes, ne? Warum fragst du dich, was er gesehen hat? Du siehst gerade das Ding hier. Wahrscheinlich irgendwas in der Richtung. Wahrscheinlich etwas auf dem Level von verstörend. Ja, nur die Notiz hier? Ja, ist das was? Spiel? Are you still recording? Ja, okay. Hä? Okay, irgendwas ist hier in der Ecke, wo ich nicht hingehen. What the fuck is going on? 3, 2, 1, go? Nicht go? 3, 2, 1, go? Okay. Okay, ich gehe nicht in die Ecke. Das sah aus wie so ein halber Stein oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was da abging. Vielleicht ist da irgendwie ein Stein, der so halb aufgebaut ist und wenn dem zu nahe kommt, dann irgendwas mit der Kollision verbuggt oder so. Aber ich glaube, ich sollte da nicht hingehen. Don't go there. Das sind die wahren alten Götter. Das ist wahre Böse hier. Okay. This island
feels like it's maintained, untouched by time. The wind and the waves pause for a minute to rest. Aww. Calm before the storm. That's a pretty big high, I have to say. Okay. What? Wo war ich gerade drauf? What the f- What is going on? Hä? Okay. Ich bin da irgendwie über die Steine drüber geschwebt. Finde ich gut. I can barely describe what I have witnessed today. That old fool Alex suddenly went insane. He started stuffing his mouth with rocks. He kept doing so until his cheeks were completely torn. We had to tie him down. If you're reading this, send help. There's definitely something wrong with this guy. Das ist eine coole Nachricht, die den extremen Wahnsinn von den Leuten hier anscheinend gut erklärt. Einer von den Leuten, der mit denen hier war, hat einfach angefangen, sich Steine in den Mund zu stopfen, bis seine Wangen aufgeplatzt sind. Schön. I recognize this boat. It was made by an artist to represent our greatest catch. How did it end up here? This was meant to be completed by the end of December. It's still September. Oh. Okay, cool. Das sind die Überreste von einem Boot, was noch nicht mal fertig sein soll. Was für ihn und seine Freunde gebaut wurde. Und das sollte im... Despite his fear about the island. He would often come here fishing some very colorful fish. I remember finding myself quite disturbed as I watched him stuff his mouth with their raw meat. Also das Schiff sollte erst im Dezember fertig sein. Jetzt ist angeblich erst September. Also irgendwie ist die Insel anscheinend losgelöst von Zeit. Was er eben selbst meinte. Dass es die Insel ein komisches Feeling gibt. Ein bisschen seltsam, dass du direkt danach einen Beweis dafür findest, in der Theorie, die du gerade aufgestellt hast. Aber hey, why not? What's this? Gar nichts? Okay. Wait, was mache ich denn hier? Soll ich ins Wasser? Nee, oder? Doch? Nein. Nee, hier auch nicht weiter. Okay, what? Oder ist irgendwas... Wahrscheinlich muss ich ins Boot reingehen oder... Ah, ne, hier. Okay. What the... Sehr schöne Bilder. No. Oh. Fingers and cut his eyelids. He was screaming something about being ready to receive the gift of the Watcher. I've lost track of time. I don't know what the date is anymore, nor the hour. The sun isn't moving. Why is the sun not moving? If you're reading this, then I hope you end up here too. Oh yeah, okay. Die haben angefangen, ihre eigenen Finger zu essen. Und die Augenlider abzuschneiden. Und ihm ist aufgefallen, dass die Sonne sich irgendwann nicht mehr weiter bewegt hat. Okay. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Setup für ein Horrorgame, was halt sehr, sehr slow sein würde, wo es keine Gegner und sowas gibt. Aber wir wissen ja quasi fast schon definitiv, dass es hier Gegner geben wird. Aber es ist ein sehr guter Aufbau auf jeden Fall. Okay. Just the color? What? Du sagst nichts zu diesem komischen pinken Meteoriten, der offensichtlich aus einer anderen Welt kommt und irgendwas Böses hier macht oder was auch immer das sein soll? No? No comment. Oh, God damn it. Ja, okay. Na gut. Ich meine, ich habe doch vorhin sogar mal gesagt, dass sie wahrscheinlich in das Boot reingehen muss, ne?
Aber gut, wir haben es gefunden. We found it. Nice. Das haben die gut gemacht. Okay, gut, dann können wir damit wahrscheinlich weiter, wo ich eben lang wollte, ne? Ich meine, guck mal, ich hab immerhin richtig gedacht, was das Spiel wahrscheinlich machen will. Aber ich hab's halt einfach nicht eingesammelt. Aber, wo bin ich? Kann ich hier drüber irgendwie? Shortcut? Ich glaube nicht, ne? Nein. Schade. Gut, dann nach vorne. Dann geht's zum nächsten Weg. Aber bis jetzt ist es ja mehr oder weniger exakt die gleiche Umgebung wie aus der Demo, nur mit so ein paar Bonus-Sachen zwischendurch. Oder ich hab, nee, ich meine, da war ich zum Beispiel vorhin, letztes Mal bei der Demo absolut gar nicht, ne, in dem Gebiet. Aber gut, ich meine, da hinten war jetzt, ja, da war der Weg, wo ich weiter kann. Wahrscheinlich. Außer das ist jetzt irgendwo für da hinten oder sowas. Die Schallplatte. Die magische Schallplatte. So. Schauen wir mal. This should work. Ja, das geht. Sehr, sehr gut. Okay, das Game scheint ziemlich hart dagegen anzukämpfen, aufgenommen werden zu wollen. Aber ich glaube, es geht wieder. Ich glaube, wir sind wieder drin. Alles zu check. Wundervoll. Ich nehme auf. Was ein schöner Abend. Okay, wir sind hier. Bei A. It feels like it was always a part of me. As if it has taken a hold of me and won't let go. Another foot in the sand, but this time sink deeper beneath the shore. Uhuhuhu. Okay, ich glaube, das ist der Part. Wait, wo sind wir hier? What is this? Secrets? 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 Schon nicht so. Was ist das hier? Nichts. Toll. Warum bin ich hier? Ich weiß es nicht. Hier hinten vielleicht? Nö, gar nichts? Okay. Das ist hier wahrscheinlich der Part mit diesem komischen. Was war da, eine Kamera oder sowas? Und dann diese Fischmenschen? Ist immer doof, wenn halt so ein Game eine Demo rausbringt, die nicht viel kürzer als das Game ist, was danach dann rauskommt. Weil man halt einfach viele der Sequenzen dann schon kennt, ne? Oh, naja, okay. Aber was ich mal sagen muss, es ist, oh, hallo, überraschend, weil normalerweise im Horrorsektor ist ja so, wenn eine Demo von einem Game rauskommt, kommt so 5 Jahre später die Vollversion raus, die fast gar nichts mit mir zu tun hat, gefühlt. Aber diesmal, ich meine, es war halt so ein halbes Jahr später oder so, ne? Nicht schlecht. Immerhin. Okay, was haben wir? Ja. Moment. Bitte fass es mir zusammen. Dankeschön. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Das Monster hier ist absolut grauenerregend, aber ich habe keinen Grund zu glauben, dass es echt ist. Naja, abgesehen von dem laufenden Monolithen direkt neben dir, aber ey. Ende der Notiz sagt es, dass er versuchen wird, die Bestie zu fotografieren. Und aus irgendeinem Grund finde ich die Idee grauenhaft. Okay. Er selbst. Obwohl ich, even tough, okay, wow, meinst du wahrscheinlich. Obwohl ich selbst nicht dran glaube, dass dieses Wesen echt sein könnte, möchte ich nicht sehen, wie es sich in unserer Realität manifestieren würde. Okay? Also du willst nicht wahrhaben, dass sowas echt sein könnte, so wie, ich meine, wo ist das Ding? Da. Du. Möglicherweise. Okay. Ey, die Musik carried schon. Die Musik ist echt großartig. Okay. Schauen wir mal weiter. Ja, da hinten, das Boot meine ich. Da waren wir schon. Das ist ein Flugzeug. Hello. So ein cooles Detail, dass hier halt so Flugzeuge auch noch in der Nähe abstürzen, als ob das hier seit sehr langer Zeit gehen würde, dass die Sachen einfach untergehen. In der Nähe von kaputt gehen. Ja. My daughter's toy gave me some sort of happiness. And I can't take my mind off the idea she's been taken by one of those creatures. Mhm. Sagst du dazu was? Nein? Okay, dann nicht. Okay, ein simples Holzspielzeug, was ich für Ellie gemacht habe vor einer langen Zeit. Okay, das zu finden wir wie ein schlechtes Omen. Ich verliere den Glauben, aber ich muss trotzdem weiterhin suchen. Das Ding ist sehr, sehr groß im Vergleich zu den anderen Sachen, ne? Just saying. Okay. Der Stein, der sieht cool aus. What the fuck is this? Der denn. Okay. You okay, Bro? Nice. Das ist neu. Oh, oh. Oh, oh. Okay, erstmal hier lang. Das Penismonster. Oh no.
Nichts? Sagst du nichts so? Komischer Fischaltar? Mit blau leuchtenden Kristallen? No, nicht interessant genug. Lieber hier lang, zu den Skeletten. Solitude and peace is what a soul seeks after being free. Did they die in vain? It appears they were murdered. What a horrible way to find solitude. Mm-mm. Willst du nicht mitnehmen? Manche von denen nimmst du mit, manche nicht. Okay. Die Fotos. Das ist immer noch ein cooles Bild. Das gefällt mir. Was sagst du dazu? Okay. Dieses Bild zeigt zwei Kreaturen, wie sie sich langsam auf den Steinen diesen drei armen Seemännern nähern. Okay. Diese erwähnten Kreaturen sehen sehr ähnlich aus wie die Wesen, die wir auf den Illustrationen auf ein paar Seiten gefunden haben, die ich im Leuchtturm gefunden habe. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, diese Kreaturen wären nur ein Teil, ein Gedankenspiel von irgendeiner dieser Personen, aber sie scheinen so echt zu sein. Könnte dieses Bild zusammen mit den Knochen von diesen Männern der Beweis sein, dass diese Wesen echt sind? Ich finde, unter anderem ist ein Beweis, dass Viecher echt sind, das Ding da. Aber, hey. Glaub an, was du willst. Was ist das hier? What? Achso, danke. Ach, jetzt darf ich springen. Vorher durfte ich nicht. Ich danke dir. Okay, hier war... What the fuck? What is this? Okay. Scheint aus Jade gemacht zu sein. Meine Mutter hatte eins, hatte so ein Ding und das war zu einer Halskette gemacht. Okay. Sie meinte, es hilft einem dabei, sich mit der Geisterwelt zu verbinden. Das ist eine schöne Sache. Okay. What the fuck? Okay, das ist neu. Hallo? Wo geht's hin? Führst du mich in die Höhle, wo ich eben schon drin war? Oder siehst du was anderes hier drin? What? Wir antworten nicht mal? Du hast gerade deine Tochter gesehen, hallo? Ein bisschen Freund oder so? Ich meine, die lebt offensichtlich nicht mehr, aber... Vielleicht doch, wer weiß. Oh, hallo. It's not my fault. A person has already died here. Spoke about a shadow whispering between the rocks. We can't stay on this island anymore. We have to leave now. Okay. Kann es sein, dass es ein Tippfehler ist? Und es eigentlich heißen sollte, he spoke about a shadow whispering between the rocks? Und der hat das mit einem Tippfehler dem Voice Actor geschickt und der hat dann in seiner todernsten Stimme Jay spoke about the shadow. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich ein Tippfehler, aber hier sind einige Rechtschreibfehler drin gewesen im Spiel. Und ich glaube, in dem Fall hier dachte der Voice Actor einfach, dass Jay irgendein Charakter ist, den er einfach nicht kennt. Also, ja, okay, da steht Jay. Dann nennen wir den halt Jay. Ich glaube, es sollte He heißen. Sehr schön. So. Aber ich meine, what now? Haben wir irgendwas mitgenommen? Neue Platte oder so? Eigentlich nicht, wenn wir haben doch eben... Was haben wir eben genommen? Oh, come on, really? Why the fuck did you crash? Okay, ich habe jetzt, goddammit, gefühlt 20 Versuche gebraucht, bis es aufnimmt wieder. Aber ich glaube, jetzt nimmt es wieder auf. Irgendwas an dem Spiel, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es die Engine, die irgendwie falsch benutzt wird oder so. Aber Shadowplay mag den Krams gar nicht. Aha. Muss ich mein Ding da reinstecken? Mein Ding. What the? Hallo? Ich meine, es ist ziemlich schön, das Ding, aber es sieht sehr gefährlich aus. Willst du es mitnehmen? Okay. What the? Hallo? I'll do anything. Anything to see her face again. Mhm. Bist du dir sicher? Ach, ein Butter. Was soll das denn gerade? Na gut. Sind wir in einem... Wow! Ich bin mir nicht sicher, was mit dem Ding vorne und was hinten ist. Ich meine, es läuft in die Richtung, aber... Ist das der Kopf oder ist da vorne der Kopf? Whatever.
Pretty cool, pretty cool. Okay, wie ich schon in der Demo meinte, ich finde das Konzept ja eigentlich ganz cool, dass man halt einfach einen Typen spielt, der quasi alles verloren hat. Beziehungsweise alles, außer vielleicht seine Tochter. Und er für die Tochter absolut alles tun würde. Das Szenario ist eigentlich eine gute Idee. Einfach jemanden zu spielen, der absolut nichts mehr zu verlieren hat, weil das relativiert und erklärt natürlich, warum man das alles tut. Hallo? What? Ich gehe dann? What the f- okay. Du siehst ein bisschen lächerlich aus. Aber ich renn trotzdem mal weg von dir. Ich habe genug Respekt. Ist jemand hinter mir? Ich glaube ja. Aua! What the f- Sagst du jetzt irgendwas dazu? Zweifelst du immer noch an den Dingern? Ah. My father used to make offerings to the sea. Okay. Ich glaube, es könnte ein Spiel sein. Achso, ich kann es ja tauchen. Wo Gegner eigentlich nicht sein müssen, ne? Und es ist nur ganz, 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 ganz wie. Eher sowas. So, dass es dann nicht sofort gefährlich aussieht, ist irgendwie stimmiger, finde ich. Die Musik. I like it. Ich finde es so lustig, wie wir einfach irgendeinen Taucheranzug finden und uns sofort denken, ey, das ist, was ich jetzt mache. Darauf habe ich jetzt Bock. Rein ins Wasser. Wo gehe ich eigentlich hin? Aha, schieß. Da hinten ist irgendwas. Irgendwie so ein Monolith unter Wasser. Will ich da hin? Wahrscheinlich noch. Wow, okay. Hi. Die Umgebung und so ist ja wirklich schön. Kann man nichts sagen. Irgendjemand von euch hatte mal lustigerweise erwähnt, ich glaube beim letzten Einteiler war das, dass immer wenn ich sage, dass die Umgebung schön ist, tendiere ich dazu, dass ich das Spiel nicht so gut finde am Ende. Als ob so der eine Punkt wäre, den ich dann trotzdem gut finde, auch wenn die anderen Sachen so ein bisschen sind. Aber bis jetzt, ich meine, es kommt sehr darauf an, wo es jetzt hingeht in die Richtung. Was soll ich hier machen? Okay. Hier. Soll ich nichts machen? Ich dachte, das wäre ein Ort, den du interessant finden könntest, ja. Oh. What the? Oh Gott, okay. Was muss denn passen? Das Bild auf der Seite hier? Passt aber gar nicht, oder? What? Was genau soll ich denn nachbauen? Soll das hier im Hintergrund irgendwie ergeben? Dass das zusammenpasst? Geht das? Wie kann ich den nicht drehen? Okay, den kann ich nicht drehen. Ah, okay. Dann muss ich alles dazu passend machen. Ja, das passt schon. Ja, okay. Ich kann mich hier nicht bewegen. Unten alle nicht, okay. So. Hopp. Ein cooles Schieberätsel. Um mit irgendwelchen antiken Göttern reden zu können. Ist das große Rätsel. Hey, kannst du ein paar Steine drehen? Kriegst du das hin? Ja, yes, ich glaube schon. Ich will dem Stein nicht trauen. Okay. Shadow and I came to a curious sort of an agreement.
My lack of empathy is phased out in a trace of fear. How did my monotonous self come closer and closer to the fact that nothing surprises me anymore? Have I lost my humanity? Maybe. Not lost, but discovering its true potential. How far would you go, Andrew? How far would you go for her? I would fall into the darkest pit to save her. So be it. Muss das Ding da rausschwimmen? Das war so schon stimmig genug. Okay, oh Gott. Ich habe das nicht wortwörtlich gemeint. Mit der Darkest Pit, aber... Let's go. Oh, what? What the fuck? Au! Okay. Yeah, ich versuche zu laufen. Ich kann nicht schneller, ich kann gar nichts machen. What the fuck? Yeah, fuck you too. Okay, ich schätze, ich muss direkt losrennen. Und ein bisschen Vorsprung bekommen. Ich wusste nicht, dass da was ist. Ich musste da sterben, oder? No? Doch? What? Ich glaube, ich sollte nicht sterben. Ich glaube, es sollte auch machen. Okay. Ja, das ist halt... So Passagen nehmen halt so ein bisschen die Atmosphäre raus. Also ich glaube, so ein Game ist ein bisschen stärker, wenn du nicht zu viele Viecher zeigst. Wenn du die Viecher schon zeigst, die nicht unbedingt immer gefährlich sind. Eher so im Hintergrund mal ganz groß, am Horizont oder sowas. Zeigt sich durchs Wasser ganz hinten tief, irgendwas schwimmt da lang. Na gut. Vor allem sind wir noch relativ, keine Ahnung, bei der Hälfte des Spiels, ersten Drittel oder sowas. Und wir springen jetzt schon in eins der Viecher rein. Ich meine, okay. That's quite a bit. Vielleicht hätte ich einfach direkt reinspringen müssen, damit ich viel mehr Vorsprung habe. Okay. Nee, okay, es kommt, sobald ich hier unten bin. Was bist du? Okay. Hallo. Warum willst du mich denn töten? Wenn du in irgendeiner Form mir ein Angebot machen willst. Ich kann es jetzt schwer annehmen, wenn ich tot bin. What the fuck bist du? What up? Oh, okay. Ja. Und soll ich mich... Ah, okay. Ich würde gerade sagen, ich muss mich einfach umdrehen. Oh, okay. Look behind you. This broad plasmic abomination will consume everything in its way. Hurry. Ich kann sprinten, oh Scheiße. Okay, goddammit. Achso, okay, got it. Lass mich in Ruhe. Was? Ich bestehe aus Licht. Au. Okay, ich hätte viel schneller laufen. Ich dachte, ich soll dem Ding zugucken. Weil es cool aussieht. Nein? Lass mich doch die coolen Sachen ein bisschen anschauen, Spiel. What are you doing? Na gut. Aber das ist so genau das, wovon so ein Spiel mehr braucht. Sehr große, dunkle Sachen. Man erkennt nicht sofort alles. Ein bisschen Mysterium dabei behalten. So, okay. Okay, diesmal aber ein bisschen schneller hier, ne? Und die Dinger nicht berühren. Was bist du?
This protoplasmic abomination will consume everything in its way. Hurry. Ich meine, das Ding sieht cool aus. Das Ding hinter mir sieht cool aus. Die Umgebung sieht cool aus. What is this? Okay. Gib mir ein bisschen Zeit, mir es anzuschauen, Mann. Okay, hier. What the? Spring! Nein, okay. Hier drüber? Ja. Uiuiui. Okay. Ist das Spiel nicht pausiert dabei? Fuck you! Ich will die Musik lauter machen, weil die Musik klingt cool. Okay, ich weiß nicht, soll ich das Ding bekämpfen? Ja, okay, und jetzt? No? What the fuck soll ich denn machen? Spiel! Oh, okay. Sorry. Ich such dich gar nicht? Nein. Warum mache ich das überhaupt? Mhm. Was? What? Ich verstehe nichts. Warum bin ich jetzt... Okay. Goddammit, ist das dunkel. Die Umgebung... Ich meine, jetzt unabhängig davon, dass ich sage, wenn ich das Spiel mehr finde. Die Umgebung hier ist wirklich cool. Die ist wirklich cool. Bye-bye. Werde ich hier wieder von dem Tintenportal weggezogen? Ah ne, da unten war ich eben. Was ist das da? Okay. Okay, ich glaube also zumindest hier in der Welt kämpfen ein paar von den Göttern gegeneinander an oder sowas. Und einer von denen will man unterstützen, die andere nicht. Oder will mich halt unterstützen. Ja, was ist das? Ist das kein Handabdruck? Ist das eine Hand? You are holding as the essence of the gatekeeper. Use it wisely. Okay, also nicht zu viel benutzen. And tread carefully unto you, for I need some time before I pull you out. Mhm. Also muss ich hier eine Zeit überleben? Hallo? Mach ich dir Damage? Okay. What the? Die! Okay. Die Sterbeanimation von denen sieht ein bisschen seltsam aus. Wenn sie Tinte zerplatzen. Und dann irgendwie wieder spawnen. Was passiert hier? What the fuck is going on? Die Viecher sehen gut aus, aber die Animation. Okay. Hi. Let's go. Kann ich einen Kreis machen? Ja, kann ich. Ich glaube, ich kann die gar nicht töten, oder? Ich kann die nur verlangsamen. Ist sie tot? Nein. Ich weiß nicht, was ich hier genau mache. Ich laufe nur weiter. Oh Gott, okay. Weiterlaufen. Kommen die wieder jetzt? Ja, kommen sie. Ich muss einfach ab und zu mal in die Richtung schießen. Oder nicht? Hier lang. Sehr, sehr strange. Alter. Ich bin schon zweimal erschrocken. Einfach nur, weil Sachen direkt hinter mir waren. Ich nehme die Rechte ab. Wahnsinnig effektiver Horror hier. Ich meine, es funktioniert. Aber wirklich gruselig ist es halt nicht, Alter. Ich bin jetzt gerade nicht mehr will. Ja, ich würde mir gerne alles angucken hier, aber... Wo ist du?
Okay, ist so. Kann ich es auch machen? No. No. Was mit dir? Auch nix? Keine Hand da rein oder so? Brauche ich eure Hände? Oh Gott, what are you doing? Oh. Oh, wie süß die aussehen. I'm sorry. Ja, ich weiß. I'm sorry. Ach, du lebst? What? Manche von denen wehren sich, manche nicht. Oh Gott. Tut mir echt leid, Mann. Am Ende brauche ich die gar nicht. Ich habe mir einfach ihre Hände abgeschnitten. Why not? Hätte ja klappen können. Okay. Ich vertraue dir nicht. Was ist mit dir? Okay. Ist eine coole Idee auf jeden Fall. Nur die Waffe hier, ne? Ich weiß nicht. Hättest du die gebraucht? Warum nicht einfach nur wegrennen? Alright. The crawling one wants to claim the higher throne. His work will unravel my freedom. Wer ist The Crawling One? Irgendeiner von deinen, in Anführungszeichen, Brüdern, schätze ich? Ja. Nein, du bist friedlich. Okay, sorry. Okay. Over here, Andrew. You are aware of another voice. Ignore it. We are one step closer to achieving what we came for. Do not let the chasm of the void take you. Your daughter needs you to be strong now. Follow me through the dark. Okay. Also ich schätze, verschiedene sehr starke Mächte versuchen irgendwie meinen Support zu bekommen. Vielleicht brauchen die mich irgendwie, damit die befreit werden oder so. Okay, deine Hand. What? What is happening to me? It's not important. What's most important is the exchange for coming this far. Your resilience of both mind and body is extraordinary. Now head straight to the shore. Make good use of the artifact you hold and release him. Mm-hmm. Wen soll ich bin den da vorne, ja. Alles klar. Ich meine, jetzt sind die Sachen hier halt wirklich so groß. Die Frage ist, ist das hier wirklich da, die ganzen Sachen? Weil das sind halt so Sachen, die würden doch auf Kilometer Entfernung Leuten auffallen, die hier vorbeifahren im Boot oder sowas. Aber vielleicht sind wirklich die Aura von der Insel so gigantisch, dass alles, was auch in die Nähe kommt, sofort angesaugt wird und nicht mehr weg kann. Ach, du lebst. Das ist schön. Und da ist der. Okay, okay. Sure. Was geht hier ab? What? Hoppala, Entschuldigung. Okay. Why? Was mache ich genau? Ich bin ja, ich sammle irgendwie eine Energiekugel. Aber wieso muss ich es viermal manuell machen? Keine bestimmte Reihenfolge oder so? Einfach. Okay. Alright. Let's do it.
Da reinfassen? What? Okay, strangest puzzle. Sehr strangest puzzle. Also es scheint mir, als ob es auf jeden Fall ein Game ist, das halt mehr so auf das Spectacle Wert legt, also die Sachen wirklich einfach cool aussehen. Aber dann wäre ich vielleicht all in gegangen und hätte keinen Gegner reingemacht. Und so einfach nur, man läuft einfach wo lang und schaut sich beeindruckende Monster und sowas an. Oh, das Ding guckt mich an. Okay. Oder? Ich glaube, das dreht den Kopf mit zu mir. Dann kann ich eigentlich hoch. Oh, schön. Dann nochmal fünfmal. Ich meine, der scheint ja geduldig auf mich zu warten. Wie ich diese Energiekugeln auflade. Dreht sich das Teil da jetzt mal ein bisschen? Nee, ne? So. Du. Flop. Loaded auf. Put it in. Okay. Großer. Das schaffen wir, ne? Kein Stress. Wir holen dich da raus. Alles supi. Bitte zertritt mich nicht. Das wäre lieb. Warum bleib ich überall hängen? Na gut. Kannst du nicht durch das Wasser hier durchlaufen? Na gut. Dann nicht. Entschuldigung. Okay, die epische Musik passt jetzt nicht ganz so. Okay, okay, okay. Ich gehe ein bisschen zurück. Ja. Also die Idee ist ja cool, aber... Vielleicht bei Nacht, damit man nicht sieht, dass es nicht ganz so gut animiert ist. Aber ey, bekämpfen die? Oh mein Gott. I need to watch this. Schau mich, schau mich, schau mich. Ey, ich bin durch. What the fuck is going on? Warte, es steht auf ihm. What is going on? Hat sich auf ihn draufgestellt und reite mit ihm. In den Sonnenuntergang. Okay, was? What? What? Okay. Okay. Kann ich hier mit irgendwo? Du bist weg. What? Just happened. Ich dachte erst, die kämpfen. Das wäre schon sehr abstrakt gewesen. Aber nein, es hat den Huckepack genommen, diesen weggelaufen. Ja, ich meine... Ich verstehe, was sie erreichen wollten damit. Es sah ja auch irgendwie ganz nett aus. Aber ich glaube, da hätten sie hier vielleicht irgendwie die Sonne untergehen lassen sollen, damit alles ein bisschen mehr in Schatten liegt. Und es ein bisschen epischer aussieht. Weil das Vieh sieht einfach aus, als ob es so Stein wäre oder so. Au! Muss ich jetzt von hier so? Ne? Oh, what? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ein Raum voller Köpfe. Muss ich hier drauf lesen? Was sind die Dinger hier? Irgendwas mit denen? Das Spiel ist sehr confusing. What?
Kann ich hier weiter? Ich sehe es einfach nicht. Nö. Wieso ist das denn falsch? Muss ich den richtigen finden? No way. Nein. Was? Wo soll ich das wissen? Okay, die Markierung vielleicht? Leuchtet bei einem von dem vielleicht die Augen oder sowas? Ich glaube nicht. Oh, for fuck's sake. Okay. Ich finde, es muss da irgendeine Lösung dafür geben. So böse kann es sein, dass er für einen random nehmen muss. Sehe ich es bei einem von euch? Kann ich damit irgendwas testen? Fällt es auch runter, wenn ich einfach wieder E drücke? Nein. Soll ich es einfach eine Zeit lang probieren? Das kann sein. Wenn ich quasi durchdrehe. Ich muss meinen eigenen Kopf nehmen. Das ist schön. What is going on? What is this? Okay, wir machen einfach weiter. Irgendeiner von denen wird sein. Kann ich einen nehmen, den ich schon aufgehoben habe? Nö. Okay, also ich muss einfach durchprobieren. Ich meine, ich drücke E. Ich habe die ganze sonst auch E gedrückt. Das nicht irgendwie fallen lassen. Also ich kann es ja auch nicht fallen lassen, wenn ich es nicht hier dran mache. Ist es wirklich? Das kann nicht sein. Vielleicht stehe ich falsch? Nö. Muss irgendwie einen anleuchten vorher. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe hier langsam eine recht gute Sammlung von schreienden Köpfen. Aber sonst komme ich hier nicht weiter, gefühlt. Aber ich kann, also ich fände es halt eine coole Idee von einem Spiel, dass man wirklich alle durchprobieren muss. So als Beweis, dass man bereit ist, wahnsinnig zu werden. Wahrscheinlich ist das nicht die Lösung. Aber ich mache es trotzdem einfach mal. Weil why not? Es kann es eigentlich nicht sein. Kein Spiel wird das durchziehen, oder? Ich meine, ich fände es großartig. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich die Lösung ist. Nehme ich Köpfe doppelt? Ich glaube nicht. Kann ich einfach so fallen lassen, wenn ich die woanders... Nö. Ich kann dich in keiner Form irgendwie austauschen oder so. Das heißt, ich muss es ja irgendwie probieren, ne? Den noch nicht. Einfach daneben stellen. Du? Nein, du auch nicht. Langsam wird es schwer, hier drunter zu kommen, weil es so voll ist. God damn it. What? Was geht hier ab? Ich lieb's. Okay, wahrscheinlich ist es nicht mal an die Lösung. Aber ich meine, es ist ja auch eine limitierte Anzahl von Köpfen hier, ne? Das heißt, irgendwann werde ich alle probiert haben. Und bin ich dann stuck, weil ich das Falsche gemacht habe? Ist ja cool. What? Was ist jetzt gemacht? Mein Gott.
Das kann's nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Muss ich irgendwas hier machen? Das ist irgendwie, keine Ahnung. Anleuchten, damit es den Kopf annimmt oder so ein Scheiß. Und dann auf den Kopf auch noch. Das Bindemittel dafür? Nein? Ich hab. Was ist. Ja, halt echt. Das war einer von den Markierungen. Ich hätte vielleicht nicht die 400 hier ausprobieren müssen, die alle da rumliegen. Aber ich meine, die Spielerfahrung war es wert. Wir roleplayen natürlich den Spielercharakter, der langsam auch wahnsinnig wird. Deswegen müssen natürlich so ein Scheiß wie das hier machen. Okay, das war super. Was haben wir jetzt abgetan? Ist das strange? Na gut. Kann die fliegende Maske wieder mit uns reden? Oder der andere? Oder irgendwer? Für mich ein bisschen einsam. Ist das die Form? Okay. Fuck. Was ist da unter dir? Das wollte ich nicht. Was bist du? Ich sehe halt nicht mehr genau, was hier abgeht. Irgendeine komische schwarze Form. Ah, hier. Die Runen, okay. Und hier irgendwo. Du. Sind das die Schutzrunen, die ich kaputt gemacht habe? Jetzt ist das Ding frei. Werde ich jetzt zu dem Ding? Wo bin ich jetzt? Okay. Beware. I heard you will find Zagnagotha, a manifestation of Cthulhu's subconscious mind. Try to avoid it. Das werde ich probieren. Sehr gerne werde ich das probieren. Okay. Hallo. Kann ich hier schleichen? Oh Gott. Kann ich den verlangsamen? Ja, so ein bisschen. Okay. Irgendwo hinter mir, irgendwo hinter mir. Kann ich verlangsamen wieder? Ja, kann ich. Immer zweimal treffen, dann geht das. Oh Gott, das ist so dunkel. Geh weg, 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 geh. Sehr schön. Bin ich hier richtig? Ich glaube ja. War ich hier schon? Nein. Kannst du aufgehen bitte? Dankeschön. Ah! Und so fick muss ich lang. Lauf ich im Kreis? Wahrscheinlich glaube ich im Kreis, oder? Nein? Ich glaube, hier war ich schon. Wird gestunt, danke schön. Das hier war ich noch nicht. Glaub ich? Ah! Ah! Yeah! Ja. Wo bin ich denn? Ich glaube, hier war ich schon. Die Umgebung sieht aber einfach so gleich aus. Hier? Keine Ahnung. Hier, es geht's weiter. Ich glaube, hier war ich aber eben. Yep. Nein, 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 oh, come on. Zu viele Verfolgungssequenzen, zu viele Gegner. Leider genau, was ich nach der Demo, wovor ich Angst hatte, was wahrscheinlich passieren würde in der Vollversion.
Kann ich dem Ding ausweichen irgendwie? Geht das überhaupt? Ich sollte vielleicht nicht angreifen, das ist ja wahrscheinlich ein guter erster Schritt. Ah, ich kann mich doch hinknien. Ja, okay, der sieht mich aber sofort. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Okay. Okay, gehen wir fast ein bisschen da lang. Okay. Hier ist hier links irgendwas. Ich glaube nicht. Boom. Fuck. Okay, okay, da hinten war irgendwas, aber. Hier ist mir ja lang. Ja, goddammit, Alter. Ja. Kannst du mich loslassen? Shit, ey. Man sieht auch so wenig. Okay. Geh auf mich hier lang. Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Oder? Ist hier was? Da, ja, das sieht gut aus. Zumindest in eine Richtung, von der ich nicht gekommen bin gerade. Oh, hallo. Guter Weg. Au, no. Wehe, töte mich. Wehe, ihr töte mich. Könnt ihr mich? Dankeschön. What the fuck? Ist mit euch. Weg. Fort. Dankeschön. Jesus Christ. Ist hier eine Tür? Ich glaube, ist eine Tür. Ja. Yep. Hallo, Cthulhu. How are you doing? Ich finde, das nimmt halt viel an diesem kosmischen, mystischen Horror, wenn die ganze Zeit so menschengroße Viecher meine hier sind. I had sealed him from within. Break him free. Ich wurde nicht mal gesagt, dass ich davon irgendwie meine Tochter überhaupt wiederbekomme oder so. Ich mach das halt einfach nur, weil die es sagen. Warum nicht? Immer noch nur eine seltsame Hand, die andere scheint immer noch normal zu sein. Gut. You are now bound by his causality. All you have to do now is open the gate for the great old one. How is this going to help me find my daughter? Guter Punkt. We have to nudge things first, before we bring her back. What do you mean, bring her back? Do not get ahead of yourself. I need you to stay focused. I am very focused. All right. But what did you mean by nudging things? It's one of these laser beams has an effect on this world. You and your will are the key to disrupt their influence. Mm-hmm. My father used to speak of how we're not in control. That our fate is sealed from the moment we're born. And that is why we were meant to be fishermen in our family. Oh, da oben stimmt, Leute. Hello. Alright. Ich finde es super, wie wir ein paar Fragen stellen. Als ob das unser persönlicher Gott wäre, mit dem wir smalltalken können. Ich habe da mal so ein paar Fragen. Ach, hier stehen ja keine Leute. Ich dachte, hier stehen Leute. Oh. Es gab andere Formen, die das auch schon gemacht haben? Oder so? Ja, what? Was? Was verändere ich denn? Zum passenden Zeichen einfach? Ja.
Was habe ich denn für ein Zeichen? Sehe ich das? Ich glaube nicht. Aber wahrscheinlich das Übrige, ne? Ach, das soll das sein. Okay. Ich habe das hier. Hä? Hä? Fehlt mir eins? Kann ich da alle? Vielleicht kann ich eins mitnehmen. Vielleicht hätte ich eins hier mit hintragen sollen eigentlich. Das kann sein. Ja, okay, hier. Die Alten danach greifen. Das ist cool gemacht. Das ist ziemlich cool gemacht. Na, take it. Joink. Was brauchen wir? Was zum Lesen vielleicht? Ich habe ein bisschen Angst, dass es einfach in diese Richtung bleibt. Wir laufen einfach weiter an Küsten in Gegenden lang, drücken ein paar Relikte. Der alte Gott redet mit uns und dann gibt es immer wieder vielleicht ein paar Viecher, die wir befreien. Und dann am Ende war es das. Das wäre ein bisschen enttäuschend, aber ich stehe nicht so schön vom Wasser und da hinten sehe ich was. Vielleicht passiert jetzt was Interessantes. Okay. Who is this mortal? How is it possible? He has the eye of the gatekeeper on his hand. That's impossible. The eye. It's impossible. Something greater in the shadows. Something is forcing his hand. You seek an audience with the great old one. Yes. Warum hat der da ein leuchtendes Auge und die anderen nicht? I do. Oh, hi. Bist du für einen Meter vor mir oder bist du 50 Meter vor mir? Ah. Als ob das in deren Welt so die Buttons wären, die man drückt. Okay. I made a pact with the Dark Shadow. What gets you straight to secret to the void to do his dirty work? What did he promise you? That I will grant you something in return? Yeah, enough of that would fail. The void is coming. What? I will keep you alive to witness the destruction of the pathetic war. My echo infiltrates the minds of men. You and your kind will face extinction. Okay. Da hab ich nicht mal gezuckt. Ich so, ja. Pussy. Ich hoffe, du kannst noch mehr als Boote auf mich werfen. Damit beeindruckst du mich nicht. Schon ein bisschen, aber den Charakter anscheinend nicht. Jetzt läuft er weg. Also ja, gut. The first cycle is broken. There is a key in the middle. Okay. Find a way to empower the artifact. Who would have known that things like him existed? And yet, your mind remains unhinged. Okay. Ist jetzt zumindest mal wirklich was Eigenes, ne? Ich meine, klar, Lovecraft und sowas, den ganzen Horror-Style, so kennt man ja aus anderen Spielen. Aber es ist halt alles sehr direkt hier. Das ist halt nicht so. Was ich vorhin noch meinte, ist halt nicht als angedeutet. Man sieht es nur ganz wenig, sondern einfach nur wirklich direkt vor, den du redest mit denen. Was zumindest eine ganz coole Idee ist. Das Ding ist so weit weg, kann ich überhaupt jetzt was machen oder bin ich umsonst hingelaufen? Okay, das geht. Okay. Wo läuft der überhaupt hin? Warum läufst du überhaupt? Als ob du dich nicht teleportieren kannst oder irgendwas. Einen kleinen Walk nach da hinten. So. Sein Ding jetzt aktivieren? Ja.
Willst du vielleicht? Ja. Okay, dann der. Ich weiß nicht, was ich mache, aber ist ja quasi genau das, was ich eben meinte. Wir sehen große Sachen und drücken auf Gegenstände, die wir sehen. Das ist wohl das Spiel. Es ist irgendwie ein Walking Sim, der versucht so zu wirken, als ob er kein Walking Sim wäre. Aber wahrscheinlich würde das Spiel mehr davon profitieren, wenn es ganz ehrlich einfach, ja okay, du machst dir nichts außer rumlaufen. Leg die Waffe weg. What are you doing? Das ist zwar ein Upgrade für die Waffe, meint er, also fürs Artefakt. Aber was machen wir jetzt damit? Boah, die Geräusche. What the fuck? Ach, wir gehen. Wie soll das gemeint sein? Did you bring me this time? Ja. Gehen wir durch eine der Welten nach der anderen, oder wie? Weil dann wäre es ganz cool, dann würde sich die Ästhetik ein bisschen verändern. Und es hätte nicht nur schwarzer Stein, komische Ritualgegenstände und Tentakeln. Weil wenn alles ein bisschen anders aussieht, cool, cool. What the fuck bist du? Schon wieder? Und nicht schon wieder genau das gleiche, ey. Ich glaube, ich verlangsame den gar nicht, oder? Ich mach gar nichts. Ich lauf einfach. So. Hallo. Tue ich irgendwas hier? Öffentlich, Zimtschnecke. Bleh. Okay. What? Okay. What? Das ist alles, das ist so seltsam. Okay. Die Schütze sollte mich nicht treffen. Könnte mich treffen? Au, ja. What the? Ich verstehe immer nicht, warum ich angegriffen werde hier in der Welt, wenn ich dem mal irgendwas helfen soll. Ich glaube, ich renne einfach durch und hoffe, dass sie mich nicht treffen. Das ist meine beste Chance. Achtung. Au. Ein kleiner Patscher auf dem Kopf. Was bist du? Hello, friend. What? Ich nehme den mitten, hat sie meinen Arm reingegriffen? What? I have lost everything. Okay. Ich war ganz im Inventar, da hat das gesagt. Also ich kann nicht mehr anschauen, was ich hab. Aber ich dachte, vielleicht sagt er im Kommentar zu meinem komischen Parasiten, den ich jetzt mit mir rumtrage. Mein neuer bester Freund. Oh nein, hier gibt's einen Gegner. Oh nee. Okay, das Vieh verbessert meinen Angriff irgendwie. Let's fight. Okay, manchmal verletze ich den irgendwie. Okay. Okay. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Wir machen einfach weiter, folgen der Reise und schauen, wohin das führt. Seltsam. Manche Stellen des Spiels sind so hochwertig gemacht. Und das wirkt dann einfach so hier so strange im Vergleich. Vor allem die Story hat ein bisschen nachgeladen. Oh, what? Was bist du? What the fuck? Okay, also die kriegen schon Damage auf jeden Fall von mir. Aber ich meine, ich habe das Vieh noch nicht mehr dabei, ne? Also mache ich keinen richtigen Schaden mehr, ich kann nur noch stunnen. Weil irgendwie hat dieses Vieh eben meinen Schuss aufgelasert. Und ne, ist wieder so, okay. Die Todesanimation. Animation.
Au. Ich bin in der Ecke. Aber ich glaube, du stirbst sowieso noch. Bam? Nein, noch nicht. Okay. Bitte nicht noch mehr. Oder kommt noch mehr? Ich gehe mal dahin, wo das Vieh herkommen ist. Hoch? Okay, einfach hoch. Denke ich. Kommt hier noch ein Vieh? Der Gang ist so lang. So wäre es cooler gewesen, einfach nur diese Sounds und die unangenehmen Geräusche ohne ein Vieh drin zu haben. Man läuft einfach nur hier durch. Man denkt die ganze Zeit, man wird vielleicht von irgendwas verfolgt. Ist ja viel stimmiger. Ich auch alles anlaser, was ich sehe direkt. Muss ich dich töten? Ja, ich meine, das ist halt auch richtig. When in doubt, just laser it. Magischen Zimtschnecken. Sie öffnen sich und zeigen mir den Weg. What the fuck? Ah, ich muss. Was sonst? Oh nee. Ein Erdfrost. Okay. Hast du ihn gerade zertreten oder habe ich ihn genau in dem Moment kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe mir noch den Moment kaputt gemacht, oder? Kann ich ihn einfach kiten? Den während des einfach umlegen? Ich glaube, die kriegen mich gar nicht, oder? Ich glaube, ich mal weg. Ja, ich glaube, ich kann tatsächlich nicht so genau schräg im Kreis laufen. Außer der Reichweite. Nein, kann ich nicht. Aber fast. Ein bisschen wieder mit dabei. Okay. Gut, ich mache anscheinend AOE Damage Limit. Das heißt, ich kann einfach sich ansammeln lassen und auf einmal töten. Weil wir mal unbedingt diesen Boss mit optimieren muss. Sonst würde ich ihn auf keinen Fall schaffen. Okay. Das Ding hat viel Leben. Und dann muss irgendwas mit den scheiß Kristallen machen. Oder? Ich meine, das Vieh blutet, also anscheinend treffe ich das zumindest. Oh Gott, dammit, das Spiel hat echt nachgelassen. Das Spiel hat leider echt nachgelassen, muss man sagen. Ne? Aber na gut. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich bin. Oh no. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Ah, das ist ja im Raum vor dem Bossraum, ne? Ja, okay. So, Zimtschnecke auf. Weiter geht's. Bis. Jetzt schon durchlaufen? Yes. Soll ich jetzt kurz gucken, ob ich irgendwas mit dem machen kann? Ja. Genau. So, ist auch weg. Verstehe ich aber nicht, warum das Vieh überhaupt blutet vorher. Wenn man es gar nicht umlenken kann. Normal. Jetzt. Der Strahl aimt sich aber auch sehr, sehr komisch tatsächlich. Das gefühlt nicht genau die Mitte des Bildschirms. Nur einmal so. War das nicht alle? Ah, hallo. Was bist du? Herz umbringen? Was tue ich hier? Was tue ich hier? It breeds by itself. Danke für den... Ich habe keine Ahnung. Töte ich gerade die anderen Viecher? Was mache ich?
They were once the sons of an elder god. Beware, they can manifest things that were and things that are. Ich meine, das ist ja schon alles nett. Aber what? Ich muss in die alle rein. Okay. Oder muss ich wieder lasern? Ist Laser wieder die Antwort? Gleichzeitig jetzt ich muss aufpassen, immer schlimmer. Got it. Hab ich einen vergessen zwischendurch? Ich hab ich. Und alle? Doch ja. Meinst du? Sure. Observe as the universe itself unfolds before your very eyes. The Watcher, the Gatekeeper of Worlds and Dimensions. Wait, what? What is this? Okay. Die magische Crush Card. What? What? Azeroth. You came this far, Andrew. Where your memories take form and shape. Careful. Don't lose yourself. But in the end, it is all part of this dream. Proceed. You will understand. Durchlebe ich jetzt noch mein ganzes Leben, oder wie? Das ist... Warum nicht mehr von sowas? Holy shit. Das sieht großartig aus. Das sieht sehr, sehr großartig aus. Goddammit. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Accept this boy, under your consent. Accept this offering. Grant us an entry to your realm. Okay, danke Eltern. What the fuck habt ihr getan? Habt mich geopfert, nur damit ihr irgendwie chillen könnt in seiner Welt? Ich meine, verlockend, ja, aber okay. Ich muss gerade erwähnen, ich weiß nicht, ob das Bild hier, also einfach dieser Shot mit dem Vieh im Hintergrund, gigantisch groß mit Tentakeln, aus irgendeinem Lovecraftian Buch genommen ist, aus irgendeiner Story oder sowas, weil lustigerweise exakt, WoW hat ja auch so extrem starke Lovecraft-Anspielungen. Und der Nezoth-Bossfight hat, bevor man zum Boss läuft, exakt den gleichen Shot. Wo auch so im Hintergrund ist der komplette Horizont. Aber der Background ist halt das Monster. Man kämpft sich halt auf dem Weg zu ihm hin. Ich weiß nicht, ob das beides eine Anspielung voneinander genommen hat. Ob das hier eine Anspielung von der Nezoth-Szene aus WoW genommen hat. Weil das ist ja jetzt eineinhalb Jahre nach dem Shot aus WoW rausgekommen. Aber es ist sehr, sehr ähnlich, fällt mir auf. Sehr, sehr ähnlich. Wir können einfach nur beide die gleiche ähnliche Idee gehabt, dass wir einfach das Riesenvieh in den Hintergrund stellen, weil es sieht halt schon echt cool aus, ne? Okay, was ist die Story? Bin ich das? Dad? Mom? I'm lost! There's a monster here! Okay.
Warum spreche ich normales Englisch und meine Eltern sprechen stark Russisch-Englisch? What? Das bin ich mit meiner Frau wahrscheinlich, ne? Sagt ihr nichts? What? Soll das die Nabelschnur sein? Und warum ist da eine Schere? Und das Blut und da ist irgendwas Leuchtendes, was ich nicht erkennen kann. Keine Ahnung. Oh. That she is. You know, I was thinking of getting out of the fishing business. I can't imagine leaving you for months while you have to raise our child alone. What if something happens? We'll see about a job in town next week. Ist ein bisschen komisch, dass sie halt klingt wie Mitte 20 und eher wie 50. Breathe. Breathe. Stay with me. Stay with me, Martha. I need you. I need you. Ja. Haben wir irgendwie unser Kind geopfert, damit wir irgendwas bekommen oder so? Am Ende? Wahrscheinlich irgendwas in der Richtung, ne? Dad, over here. Ellie, is that you? Ellie, stay right there, I'm coming. She is not your daughter, Andrew. She was never real. What? What do you mean? She was never real? Since the beginning, I felt that the only way to enjoy this boring reality was to change it. But I was in need of someone. Someone with purpose. You see, all the people I brought to the island had no purpose. No meaning. But you, Andrew. You are my favorite. I made those memories for you. I created a daughter that you never had. I was always there. Warum hat er das nicht mit den anderen gemacht? Hat er das erstmal die Idee gehabt, oder wie? No. It's not possible. Stop lying to me. I did what you asked for. I'm getting her back. Perhaps there is still a way to make her real if you manage to reach her. Your strong will can influence Azathoth's dream. What did she do to me? What? 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 Okay, what? Okay, also, erstens, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, das Maskending ist, soweit ich weiß, ein Vieh aus dem Mythos. Was halt einfach so aussieht. Aber war der gleiche wie der andere, mit dem wir geredet haben? Für den wir die ganzen Sachen gemacht haben, weil am Ende meinte, ich habe alles getan, was du wolltest. Aber ich dachte, es wären mehrere verschiedene, die mit uns geredet haben. Ich habe keine Ahnung. Aber die hatten verschiedene Stimmen. Die hatten auch definitiv verschiedene Stimmen. Wem haben wir jetzt geholfen, warum, was zu tun, damit was passiert? Okay, also wir hatten nie eine Tochter. Das sind alles Erinnerungen, die wir einfach bekommen haben. Wir waren einfach einer von den normalen Fischern da, die einfach da gestrandet sind. Und anscheinend ist Maskengott
das erste Mal bei uns auf die Idee gekommen, hey, wenn wir dem vielleicht irgendwie eine Erinnerung in den Kopf reinhauen, für die er kämpft, dann macht er die Sachen für uns, die er tun soll, weil die anderen sind einfach verrückt geworden auf dem Weg dahin. Warum auch immer der vorher nicht auf die Idee gekommen ist, wenn das doch eigentlich so alles so die Götter des Wahnsinns sind. Wenn das so eigentlich deren Spezialgebiet sein sollte. Das ist komisch. Das Ende war jetzt sehr, 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 sehr seltsam. Sehr seltsam. Das Ende war halt einfach im Prinzip, ja, nichts davon war echt, du hast uns einfach befreit. Und dann haben wir die befreit. Glaub ich? Keine Ahnung? Was Azathoth's Dream ist, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt dann einfach Teil des Unendlichen oder was auch immer geworden sind. Und damit war gemeint, wenn wir stark daran glauben, diese Erinnerung zu haben mit dieser Tochter, dann werden wir mit der im Nachleben leben. Aber jetzt, wo wir wissen, dass die nicht echt war, warum sollten wir das wollen? Wollen wir denn nicht lieber an irgendwas denken, was echt war? Warum haben wir nicht gefragt, was überhaupt echt von unserer Vergangenheit oder so? Hatten wir eine Frau? Also vielleicht. Ich meine, er hat mehrmals erwähnt, wie die gestorben ist, aber vielleicht war es einfach nur Teil von dem Erinnerungsding, damit wir noch mehr Verbindung zu der Tochter haben, weil die einzige ist, die übrig ist. Das war alles sehr strange. Sehr, sehr, sehr strange. Leider ein bisschen enttäuschend. Die ganzen Kampfsequenzen hätten irgendwie nicht sein müssen. Seltsames Game. Sehr, sehr seltsam. Ich hätte lieber so die Atmosphäre aus den ersten 15, 20 Minuten das ganze Spiel verstreckt. Vielleicht, dass es einfach im Laufe des Tages dunkel wird und umso dunkler es wird, umso mehr Viecher sieht man. Man muss nicht über den kämpfen. Vielleicht ganz am Ende mal sich einmal im Turm verstecken, so im Leuchtturm. Und vielleicht eins von den Viechern töten. Mit einer alten Waffe, die wir irgendwie finden, wo ein Schuss drin ist oder sowas. Wo wir so einen Fischmenschen töten, so im ganzen Spiel. Und dann untersuchen wir den und denken uns, what the fuck, die Viecher sind wirklich echt, bla bla. Aber so war halt, ich weiß nicht, die Sache bei so kosmischem Horror ist halt immer, es funktioniert eigentlich nur, wenn man nicht zu viel zeigt. Aber das Spiel hat wirklich das genaue Gegenteil gemacht und alles gezeigt, was zumindest eine respektable Idee ist. So komplett die Kamera auf die Sachen halt, die andere Spieler eigentlich versuchen zu verstecken. So wirklich bei Tageslicht siehst du einfach einen fucking Gott vor dir, der einfach da auftaucht und mit dir redet. Ist mal ein anderer Ansatz. Hat aber nicht ganz funktioniert, finde ich. Und goddammit, 21 Euro? Das ist wirklich ein sehr harter Preis. Aber selbst davon komplett, wenn man komplett einfach nur den Preis rauszieht, einfach nur das Spiel selbst betrachtet, schwierig. Ich würde sagen, ist so eine, ich würde eigentlich sagen eine 5 von 10, aber ich tendiere eher zu einer 6, 5,5 bis 6, einfach weil ich die Thematik halt mag. Ich finde es eigentlich schon ganz cool, dass er sich einiges getraut hat mit den Shots. Die Sachen waren echt cool, wo dieses Vieh wirklich vom Himmel kam, als wir da im Universum waren mit den Gesichtern. Das war nett. Aber dann halt immer diese Kämpfe zwischendrin, die haben mir immer ein bisschen, der hat mir ein bisschen rausgeholt. Das hätte nicht sein müssen. Ach. Ich glaube, als ganz normalen Walking Sim hätte ich es cooler gefunden. Und es war halt auch jetzt, ich meine, soweit ich weiß, das Spiel von einer Person gemacht. Klar, dann können die Animationen natürlich nicht so super krass aussehen. Aber die müssen halt schon sehr, sehr gut aussehen, damit es nicht ein bisschen lächerlich wirkt, wenn so riesige Viecher halt wirklich direkt im Tageslicht vor dir stehen. Das muss dann sehr, sehr gut aussehen. Oder halt, wie gesagt, es muss im Dunkeln irgendwie sein. Oder Nebel drumherum. Nebel wäre gut gewesen. Ich meine, wir sind hier auf so einem kalten Meer irgendwie, was weiß ich. Mach so ein paar Nebelschwaden irgendwie davor und dann sieht man halt nicht jedes Gelenk, das sich ein bisschen komisch bewegt oder so. Ja, dieser komische Laserstrahl wurde irgendwie für alles benutzt. Das war einfach so das Puzzle-Tool und die Waffe gleichzeitig. Man wusste nie wirklich, ob man damit so was macht. Schwer. Ja, ich würde sagen, eine 5,75 von 10. Kaufempfehlung kann ich für den Preis jetzt echt nicht sagen, leider. Ich meine, 51% ist aktuell. Das ist so ein Game, da würde ich ganz gerne neutral für geben. Das ist so ein Game, das kann man eigentlich empfehlen, wenn so 90% runtergesetzt ist, dann kann man sich's mal holen, schnell durchspielen, weil ein paar der Visuals sind schon echt ganz cool gemacht. Aber abgesehen von den Visuals und der guten Musik hat's eigentlich jetzt nicht so viel. Leider. Es trägt halt wirklich den Lovecraft-Bonus. Ne? Wenn es einfach normale Monster gewesen wären, die nicht so mit dieser kosmischen Unterwasserangst und riesige Monster spielen würden, sind einfach nur, keine Ahnung, ein Dämon wäre. Das gleiche Spiel hat nur in anderen Umgebungen, gleicher Ablauf mit einer Dämonenwelt und sowas, dann wäre sehr lame gewesen. Ah, ja, leider nicht so gut gewesen. Leider nicht so gut gewesen. Schreibt in den Kommentaren, was ihr vom Spiel haltet. Ja, 5,75 würde ich sagen. Was ihr meint, schreibt in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
das hier zusammen zu erleben. Dann würde ich sagen, sie muss auch nicht so gut sein. Bye, bye.